Moin, moin, Rose. Willkommen zusammen zu einem neuen Projekt. Zu The Hunter Call of the Wild. Ja, genau. Wir sind jetzt hier heute im Wald, der aus meiner Sicht wirklich gut aussieht. So von der Grafik her. Nur vielleicht ein bisschen hell, aber ansonsten würde ich sagen, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ja, und was geht's hier in diesem Simulator? Denn es ist ein Simulator tatsächlich. Es ist ein Jagdsimulator. Das heißt, wir werden jetzt hier heute auf die Jagd gehen und irgendwelche Tiere jagen. Dazu brauche ich hier das Fernglas, damit ich sehen kann, wo überhaupt die Tiere sind hier, wenn ich überhaupt welche sehe. Ich denke aber, dass das Ganze sehr, sehr lange dauern wird, bis ich hier überhaupt irgendwie was erschossen kriege. Denn das Ganze ist hier sehr zeitintensiv. Ja, genau. Also ob davon jetzt hier mehrere Folgen kommen werden, das entscheidet ihr natürlich mit Likes und Aufrufen. Das Ganze ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist von 2017 oder so. Das gab es aber für eine gewisse Zeit kostenlos im Epic Game Store. Und dann dachte ich mir, dann hole ich mir das einfach mal ran. Schöne Waldluft atmen. Tief ein- und ausatmen. Und dann funktioniert das ja auch wunderschön im Wald. So. Ich glaube. Nee. Moment. Habe ich jetzt hier keine. Habe ich noch keine Munition genommen? Das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Und da ist was. Ja, auf der Flucht. Naja, gut. Ich bin ja selbst erstmal auf der Flucht. Ja, also wenn ich das Ganze hier noch richtig in Erinnerung habe, denn ich habe das Ganze vor längerer Zeit gespielt, dann war das Ganze so gewesen, dass einen die Tiere auch angreifen können, wenn die dann so ein bisschen aggressiv sind. Das Ganze hat sogar Multiplayer. Aber dadurch, dass jetzt hier eine Spontanaufnahme ist, habe ich jetzt natürlich hier keinen gefunden für Multiplayer. So. Waffen, Munition. Zu wenig Geld. Zu wenig Geld. Wie viel Geld habe ich denn? Ach so, da oben. Ja. Und jetzt ist jetzt hier zu wenig Geld wieder. Jetzt habe ich mich für die Pistole natürlich hier entschieden. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste. Gewehr. Aber hier ist ja kostenlos. Dann nehme ich das doch auch gleich einmal mit. Und mehr kostenlos gibt es ja hier nicht. Nee. Nee. Okay. So, aber dann bin ich jetzt auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt hier irgendwie zu einer Wasserstelle komme. Und jetzt schaue ich gerade mal, wie lang ist eigentlich schon die Aufnahme. Wir sind jetzt schon bei 4 Minuten und ich habe noch nicht einmal irgendwie ein Tier gejagt, sondern mich mehr mit euch hier, oder beziehungsweise ich habe mehr unterhalten als alles andere. Wenn ich jetzt hier natürlich renne, bringt das eigentlich auch nicht viel, aber ich mache es jetzt trotzdem mal einfach, um schneller von A nach B zu kommen. Gut, jetzt könnte ich mir natürlich so einen Vogel vom Himmel schießen, und macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Rothirsch. Das hört sich zwar aus meiner Sicht eher an wie ein Wildschwein oder so, aber ja. Ich hoffe ja, dass jetzt der Sound relativ laut ist. Am besten, ich schaue nochmal nach hier. Effekte. Ja. Damit ihr das hier alles auch schön hört. Denn das Ganze lebt hier irgendwie von Sounds. Und natürlich, klar, wir haben jetzt hier die Tiergeräusche, die hier in dem Fall sehr, sehr wichtig sein können. Hier ist doch jetzt irgendwo was. Garantiert. Da rennt er. Aber den kriege ich jetzt natürlich auch nicht ran. Oder doch? Nee, jetzt rennt er noch schneller. Ich hätte vielleicht doch erst Luft anhalten sollen. Also Profi bin ich hier definitiv nicht. Aber wir haben schon mal ein Tier gesehen. So.
ist schon viel wert. Na, hier, da wird es natürlich hingesch... gut. Wir sind ja hier auf YouTube, wir müssen uns ein bisschen so... hingekotet, genau so kann man es nennen. Hingekotet hat er da. Und dann ist der in diese Richtung scheinbar abgehauen. Aber dem jetzt hinterher zu rennen, naja. Das muss nicht sein. So, was ist das hier eigentlich? Kann ich das jetzt hier aufbauen? So, er wollte das, Gott. Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Jetzt überlege ich gerade, wo. Naja, gut. Das war jetzt, glaube ich, kein guter Schuss, das so zu versuchen zu erlegen. Hm. Nee. Jetzt ist hier wahrscheinlich auch erstmal weit und breit nichts mehr. Und jetzt kann ich hier laufen wie so ein Blöder. Und kriege jetzt hier nichts ran. Also am besten ist, ich gehe jetzt da hoch auf diesen Turm. Und schau von da mal, ob ich dann da ein Tier sehe. Jetzt regnet es aber noch. Na toll. Wo ist denn jetzt hier so eine Wasserstelle? Bahnhof. Also wenn ich jetzt hier in diese Richtung gehe, dürfte ich ja theoretisch zu dem Wasser kommen. Und da ist was. Den kriege ich aber so jetzt nicht ran. Ich beobachte den jetzt mal und versuche ihn dann abzuknallen. Weil ich glaube, anders macht das halt so gar keinen Sinn. So. Jetzt habe ich natürlich zweimal das falsche Gerät anvisiert. Und dann ist er in der Zeit abgehauen. Da ist er. Beziehungsweise, das könnte ein Wildschwein sein. Habe ich den jetzt erwischt? Sag bloß, ja, wenn ich den jetzt erwischt habe, ne? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hier rennt was. Der rennt hier lang doch. Ja, na toll. Klar, renn mich ruhig von Haufen, du Blöder. Ach, ja, na klar. Das, was ich meine, die Tiere werden dann so ein bisschen... Na komm, bleib stehen. Och ja. Herzlichen Glückwunsch dafür. Okay, so. Das war natürlich jetzt ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Hätte ich den jetzt besser anvisiert oder so, dann hätte ich das wahrscheinlich hingekriegt, weil der rannte jetzt gerade so schön. Schade. Aber na gut, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen hier in das Ganze. Immerhin. Ihr habt gesehen, die Tiere sehen sehr schön aus. Hätte ich jetzt schon mal gescreenshottet, hätte ich vielleicht ein Thumbnail für diese Folge gehabt. Habe ich nicht. So, dann rennen wir jetzt wieder zu dieser Stelle. Weil da scheint es ganz gut zu laufen. Wobei das wahrscheinlich, weil der wird es wahrscheinlich schon despawned sein, denke ich jetzt mal. Naja. Oder auch nicht. Kommt drauf an. Also ich gehe jetzt nochmal so hier lang und dann gucke ich mal, ob der jetzt noch da ist oder ob der sich jetzt, weil der hat gerade so schön rumgebackt. Hätte ich dem jetzt mitten zwischen die Vorderbeinchen da geballert, dann wäre der jetzt gleich hier umgefallen. Ah, schade. Schade, schade, dann hätte ich nämlich auch ein Thumbnail. Wenn ich jetzt aber sagen würde, die Folge geht so lange, bis ich was erschossen habe, dann geht die Folge ewig. Weil ich und Schießen, also wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, ich spiele nur Simulatoren.
Am besten nur diese Bus- und generell Fahrsimulatoren. Sodass ich da mit diesem ganzen anderen, wie zum Beispiel so eine Jagdsimulation, da habe ich gar keinen Plan von. So, und ich glaube, hier vorne irgendwo war das gewesen, die Stelle. Jetzt wird er aber definitiv hier schon weg sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, schade. Vielleicht hat es ihn jetzt doch irgendwo umgeflackt, aber ich glaube nicht. Na, der ist jetzt hier in die Richtung hoch. Ach so, aber das ist ja jetzt nur hier wieder hingehe. Wobei, hier ist Blut. Sehr niedrig. Ach komm. Ach komm. For real? Sehr niedrig, ja. Ja, ich hätte. Das war kein guter Schuss. Das war einfach kein guter Schuss. Das war ein Schuss in den Ofen. Das war es gewesen. Nee, 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 nee. Jetzt wird hier, wie gesagt, aber auch irgendwie erstmal nichts mehr sein, weil ich jetzt hier geschossen habe und dann ist das natürlich so, dass hier erstmal nichts mehr hinkommt. Sonst muss ich mich hier irgendwie hoch. Wieso komme ich denn jetzt? So. Blutungsgrad sehr niedrig. Es hat sich ja voll gelohnt hier. Aber das klang ganz gut. Wo ist er? Ach, das ist ja nur so ein kleines. Na? Jetzt kriege ich mein Fernglas nicht anvisiert oder was? Aber ich denke wirklich, dass so eine Wasserstelle am besten wäre. Vielleicht ist da wirklich noch ein bisschen mehr los. Und ein Thumbnail brauche ich ja auch noch. Naja. So. Warnruf. Von einem Wildschwein. Das war der Ding, das wird man ja ewig nicht sehen. Vielleicht. Denn Wildschweine sind ja hier relativ blind. Aber die hören gut. Und der ist mit Sicherheit da unten irgendwo. Und krebst hier rum. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. So. Ihr könnt mir dann mal in die Kommentare bitte schreiben, ob das denn von der Tonqualität her passt. Und ich weiß, ich stelle mich hier absolut nicht gut an. Aber wie immer gilt, Tipps gerne in die Kommentare. Der wird jetzt sich hier garantiert schon. Also wenn der hier wirklich gewesen ist, ist der weg. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Ich könnte jetzt natürlich mit diesen Lokgeräuschen noch arbeiten, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge dann. Was haben wir hier? Trabend. Eine Blutspur? Der ist hier noch mal lang gekommen? Nee. Macht doch gar keinen Sinn. Oder doch? Warum sollte der jetzt hier lang gelatscht sein? Was ist denn das für ein Kasper? Ah, ich glaube, ich habe hier was Gutes gefunden. Denn das hier vorne dürften Futterstellen sein. Jo, vom Rotfuchs. Naja, gut. Ist natürlich jetzt auch wieder so ein Kleintier, das bringt immer gar nichts. Also im Multiplayer weiß ich, hatte ich mal so ein Vögelchen dann abgeknallt, das saß da direkt vor mir, aber da war auch der Multiplayer irgendwie so ziemlich am Rumbaggen. So.
Und hier vorne haben wir nochmal so eine Stelle. Zur Karte hinzugefügt, das ist immer gut. Und dann auf der Flucht. Wo konnte ich denn diese Geräusche machen? Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht, wenn ich jetzt wieder am Laufen bin oder so. Das ist dann immer so ein bisschen sinnlos. Ach, das ist ein Ast. Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert, was das ist. Ja, so. Aber bisher noch nichts gejagt. Ich glaube, ich mache mal so viele Folgen davon, bis ich was gejagt kriege. Dann haben wir hier ein schönes Projekt. So. Genau, ach so, ja. Am Dienstag erscheint dann übrigens Expeditions. Und das war jetzt Blödheit. Den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Ich mache jetzt mal extra runter. Wenn der hier schon so lang rennt, vielleicht ist der da vorne. Also am Dienstag kommt Expeditions dazu, mache ich dann auch ein paar Folgen, denke ich. Und dann, ja, übrigens, das kommt nicht im Multiplayer. Aber dazu dann am Dienstag paar Infos mehr. Und jetzt ist er hier natürlich weg. Schade. Oder ich renne jetzt genau auf den zu und der rennt dann wieder weg. Naja, gut. Okay. Naja, hätte ja klappen können. So, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat und auch gern ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt. Und ja, genau. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.